Viele von euch haben sich wieder einen Trip-Report aus einem ICE gewünscht und das machen wir heute, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip-Report. Guten Tag, meine Damen und Herren, wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im ICE auf der Fahrt nach Greifswald, wünschen weiterhin eine angenehme Reise. Wir starten heute in Darmstadt und fahren mit einem ICE-T bis nach Gießen. Fangen hier einmal an. Ich habe mich einmal selbst eingecheckt, wollte das einmal testen. Natürlich kriegt man trotzdem noch diese kleine Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel die Lieblingsgastschokolade oder was es da immer Ähnliches gibt. Zunächst geht es vorbei am Flugplatz Frankfurt-Egelsbach. Das ist so der Flugplatz für die Privatflieger, die natürlich nicht alle am Frankfurter Flughafen landen können, die landen dann dort. Und kurz darauf geht es dann auch schon über den Main und dann erreichen wir Frankfurt Hauptbahnhof. In der Anfahrt auf den Hauptbahnhof hat man immer diesen tollen Blick auf die Frankfurter Skyline, wenn nicht gerade ein Itino der Vias vorbeifährt und den Blick blockiert. In Frankfurt Hauptbahnhof natürlich ein Fahrtrichtungswechsel, das heißt, ab da sitze ich dann rückwärts und es ging pünktlich weiter in Richtung Gießen. Wir fahren jetzt nämlich zunächst erstmal durch das Stadtgebiet von Frankfurt an der Messe vorbei. Und dann etwas weiter außerhalb, ihr seht hier im Hintergrund noch den Messeturm und etwas näher dran den Frankfurter Fernsehturm. Die nächste Ortschaft, die wir dann passieren, Bad Soden. Auch hier war ich ja schon mal mit der Bahn unterwegs. Das ist dann allerdings schon etwas länger her. Die, die schon länger folgen, kennen die Videos vielleicht noch. Ja, und dann geht es über landwirtschaftlich genutztes, relativ flaches Land. Landschaftlich nicht ganz so spektakulär, aber doch schön anzuschauen. Und dann haben wir Friedberg passiert. Hinter Friedberg geht es dann weiter durch die Landschaft, dann etwas weniger landwirtschaftlich, etwas mehr Bäume auch zu sehen. Die Landschaft etwas abwechslungsreicher ab Friedberg. Hier jetzt ein Blick in die erste Klasse des ICE-T. Das ist eben aus zahlreichen Videos schon bekannt, daher bin ich in diesem Video nicht so genau darauf eingegangen. Außerdem war ich eben nur ganz kurz an Bord und überpünktlich, 4 Minuten zu früh sogar, sind wir dann in Gießen angekommen und hier steige ich dann aus. Das war ein kurzes Video über den ICE-T. Da sich viele immer Vlogs zu den ICEs wünschen, habe ich jetzt diese kurze Strecke auch mal für ein eigenes Video genutzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es etwas kürzer war. Werden natürlich auch wieder noch längere ICE-Videos kommen. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall, von wem die Musik ist, wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.